Ich heiße Katharina Binder, ich bin Geschäftsführerin und künstlerische Leitung des Theater Grand Guignol und wir befinden uns heute hier im Lindenhof Braunschweig. Wir haben uns eingemietet sozusagen, der Lindenhof soll als kulturelles Zentrum in Braunschweig etabliert werden. Der gehört der geschätzten Eleonora Eiswirth, die es hier aufgezogen hat und hier finden verschiedene Veranstaltungen statt wie Tango, Gastronomie und auch unser Theater. Wir führen mehrmals im Jahr hier unsere eigenen Stücke auf und machen wie heute eine Lesung. Wie viel habe ich jetzt genommen? Ich frage die Ärzte, ab wie viele Tabletten genau es raus ist. Wir machen hier heute eine Lesung mit einem Text von Wolfgang Herrndorf. Der Text basiert auf einem persönlichen Blog von diesem Autoren und der Text heißt Arbeit und Struktur. Unsere Lesereihe Sehnsucht und Erinnerung, die haben wir letztes Jahr entwickelt. Dann kam der zweite Lockdown und wir konnten die leider nicht machen. Normalerweise machen wir eher Schauspiel, also aktivere Sachen. Und in der Lesung heute geht es um das Leben von Wolfgang Herrndorf, des Autoren von Chick. Das wird ein, glaube ich, ein Begriff sein. Arbeit und Struktur, der Blog, den er über seine Krankheit geschrieben hat. Genau. Und es wird ein sehr emotionaler, lustiger und anrührender Abend. Habe ihm da erklärt, warum ich jetzt keinen Lärm mehr brauche. Bat ihn am Ende, sich eine neue Wohnung zu suchen oder Kopfhörer zu kaufen. Ein paar Tage war Ruhe. Jetzt ist es wieder wie immer. Kann ich die Welt ein kleines bisschen schöner machen, indem ich mit dem Tranchiermesser ein Stockwerk tiefer gehe? Also wir als Theater Grand Guignol haben uns 2018 gegründet. Wir sind ein freies, professionelles Theaterkollektiv, also alle sind quasi aus professionellen Hintergründen und arbeiten in der freien Szene. Und wir haben 2019 hier angefangen, eine Trilogie zu erarbeiten, die hieß Verbrechen am Seelenleben eines Kindes. Dafür haben wir vor allem auch die Kasperle-Theaterfiguren benutzt, weil Theater Grand Guignol heißt, oder Grand Guignol heißt der große Kasper. Und wir erzählen die realen Biografien von Menschen, denen Gewalt widerfahren ist und die diese dann in irgendeiner Form weitergegeben haben. Wir hatten das große Glück, dass wir auf der Suche nach einem Ort waren, wo wir unser eigenes Theater machen können. Wir kommen beide vom Staatstheater und also aus der Theaterinstitution sozusagen. Und haben uns vorgenommen, unser eigenes Theater zu machen. Dadurch, dass ich Autor bin, schreibe ich die Stücke selber. Wir entwickeln die dann zusammen. Das findet hier statt und dann ganz viele andere kulturelle Sachen wie Lesungen, Musik, Tanzabende. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass das Baugerüst außen wegkommt und dann kann es hier richtig losgehen. Ich trinke eine Schüssel Salzwasser und weiß, ich brauche eine Waffe.